Es ist soweit. Heute erscheint Windows 10 und wird kostenlos an die Besitzer von Windows 7 und Windows 8 verteilt. Microsoft gibt die Installation dabei in Wellen frei. Es gibt einen einfachen Trick herauszufinden, ob die Installation bereits möglich ist, bzw. ob sich die Installationsdateien bereits auf dem Rechner befinden. Zunächst sollte man sich bereits für das kostenlose Upgrade registriert haben. Das sieht man nach einem Klick auf das Windows 10 Symbol in der Taskleiste. Das Fenster zeigt auch an, ob sich der Rechner überhaupt für Windows 10 eignet. Um festzustellen, ob die Installationsdateien sich bereits auf dem Rechner befinden, gibt es einen einfachen Trick. Dazu startet man den Windows Explorer und blendet die versteckten und Systemdateien ein. Bei Windows 8.1 klickt man dazu auf Ansicht, dann auf Optionen und dann auf Ordner und Suchoptionen ändern. Im Reiter Ansicht aktiviert man den Punkt Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen und deaktiviert den Punkt Geschützte Systemdateien ausblenden. Sofern auf Festplatte C im Hauptverzeichnis der Ordner $windows.tildebt vorhanden ist und etwa 7 GB Größe aufweist, ist das Update bereits vorhanden. Ein Doppelklick auf Setup-Exe startet das Update dann auch. Aber Achtung, die Setup-Exe funktioniert erst dann, wenn das System für die Installation quasi freigegeben wurde. Ansonsten bricht sie mit einer Fehlermeldung ab. Noch ein Hinweis, Windows 10 lässt sich natürlich auch frisch über eine ISO-Datei und ein spezielles Tool installieren. Der Weg über ein Upgrade ist also nicht unbedingt nötig.